So, schönen guten Abend. Kleines Sonntagsvideo, nicht von meinen Füßen, sondern mit dem friedlichen Miteinander. Adriel ist da, die Mama Chiara ist da, die Kleinen sind da. Geh, mein kleiner Eugen. Hast du gepäspert? Musst dich putzen, geh. Kommt dann meistens zum Papa. Kleine Elauria. Ja, und die anderen, die sind zum Teil drüben im Kinderzimmer und ja, hier Dakota schmeckt's noch. Okay. Da kommt die Felicia. Okay, hinter mir sind auch ein paar. Papas Rücken kann auch entzücken. Okay. Und da ist die kleine Ella mit der weißen Schwanzspitze. Gehen wir, kommt da. Ja, mein Eugen. Da kommt der Finley. Okay. Mein großer Freund. Oh, der sieht. Und da kommt die Fayola. Auch kurz da. Ja, und so sind alle hier verteilt da vorne. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die kleine Finja. Okay, Besuch bekommen vom... Sehe ich jetzt nicht. Aber die sind ja auch schon wieder weg. Bis ich das sehe. Und hier ist die kleine Ella. Die sind nicht so weit, alle ganz handsam. Die eine ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber auch das ist alles normal. Okay. Da wird der Papa als Schutz aufgesucht. Okay, weil der hilft da als den Schwächeren. Ja, nicht immer, aber wenn es zu hart zur Sache geht, da kommt auch wieder zwei angerannt. Ich denke, es ist der Frankie und der Felice, oder ist es gar die Frieda? Die kann man echt nicht wirklich gut, und ne, ist die Frieda. Die ist ein bisschen wilder wie ihr Bruder. Ja. Und die hat es ja immer abgesehen auf ihre Brüder, ich weiß nicht warum. Ja. Ja, ja, es war der Felice. Da kommt die Elauria. Auch noch ein Bröckele gefunden zum Fressen. Ja, also... Wenn die hier fertig sind, dann ist der Boden wieder so, wie er vorher war, sauber, meistens. Hier kommt der Chef. Ja. Der holt sich auch seinen Anteil der Hohle. Geh. Und du, was ist mit dir? Du suchst jemanden zum Spielen, gell? Elauria? Ah, jetzt erschrocken, weil der Eugen hier so reingerannt ist. Ja, und so vergehen die Tage mit den Kleinen. Ja, immer wieder was Neues angestellt. Und momentan machen die alles kaputt, was sie finden. Testen sozusagen ihre Stärke. Hier ist der Emil. Ja. Der testet am liebsten Papa sei Fußzehe. Auch nicht so gut. Halt, 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 halt. Ja, da ist der Ole gerade reingesprungen über meine Absperrung. Und dann kommen die auch raus. Ja, und gerade was so Kartonage betrifft, die werden eben sehr gerne zusammengeschreddert. Reingebisse rausgerissen. Und es ist aber auch für ihre Zähne nicht schädlich. Weil der Karton ist ja relativ weich. Geh, Elisa. Ja, die testet, ob man die Futtersäcke hochklettern kann. Kann man nicht. Geh, die sind zu glatt.
Ja, da habt ihr auch mal wieder einen Überblick. Und ich wünsche euch dann einen schönen Sonntagabend und später eine gute Nacht. Gell? Finde? Nö, ist natürlich der Elvis. Geh, die sehen sich auch sehr ähnlich. Und jetzt habe ich gerade einen Moment nicht auf die Ohrspitze geschaut, weil die sind ja beim Finlay weiß. Schau, was Herrliches. Und du hast die wieder gerauft. Geh. Wieder gerauft. Und die machen das auch oft in der Toilette drin. Die sehen uns aus. Ja. Helle Freude für jede Mama. Geh. Fingerspiele. Fingerspiele. Fünf. Five. Gib ihm five. Ja, das macht er, wenn er will. Wenn er nicht will, macht. Will er halt nicht. Ja. Aber drei, vier machen das. Der Elvis, der Finlay, der Eugen und nochmal. Ach, die Elisia. Die gäbe auch schon fünf. Ole wird es jetzt gerade wieder zu arg. Wenn die Kleine aufdrehe, dann sieht es hier aus wie im Hockenheimring. Ja, dann staubt sie überall nur noch. Wenn die hier durchflitzen, ah, hat wieder Beute gemacht. Ja, könnte Frankie sein. Der hat ein Stück Sisal gefunden. Das gebe ich denen auch gern, weil die beißen ja da rein und dann werden auch die Zähne sauber. Ja, das gebe ich denen eigentlich sehr gerne, weil mir ist das lieber, wenn die ein bisschen Sisal im Bauch habe, als irgendein Plastik oder Kunststoff, ist dasselbe. Ja? Dahinter wird all die Pilledose durch die Gegend gejagt, da können die nicht reinbeißen, die ist zu groß. Aber so als Ball benutzen. Da sind ein paar Körner drin. Und dann rasselt es so schön. Das gefällt denen. Ja. Gut, in diesem Sinne einen schönen Abend und später schöne Träume. Tschüss.